Sendung Geld. Mit freundlicher Unterstützung von der Helvetia. Ihre Schweizer Versicherung. Und Swisscanto bei Zürcher Kantonalbank. Nachhaltig fit investieren mit unseren Nachhaltigkeitsfonds. Einen guten Abend, willkommen beim Geldspezial KMU. Als KMU ist man oft intensiv mit dem operativen Geschäft beschäftigt. Klar, man muss schauen, dass neue Aufträge reinkommen und die zeitgerecht und qualitativ möglichst gut ausgeführt werden können. Trotzdem darf man auch als KMU-Unternehmerin und Unternehmer die eigene Vorsorge nicht vergessen oder vernachlässigen. Was sich viele zu wenig bewusst sind, obwohl in der beruflichen Vorsorge einiges reguliert ist, hat man als KMU durchaus Handlungsspielraum und kann Personalvorsorge über den gesetzlichen Rahmen der Mindestvorschriften heraus optimieren und gemäss eigenen Bedürfnissen gestalten. Wie es KMU Personalvorsorge regelt und den Handlungsspielraum nutzt, zeigen wir heute am Beispiel von der Canopeo, die sich auf innovative Seilsicherungssysteme fokussiert. Das Absichern ist im Jacques Christine seine Welt. Der 59-jährige Unternehmer hat dank seiner langen beruflichen Laufbahn unter anderem für Seilbahnen eine riesige Erfahrung geschafft. Das immer grössere Sicherheitsbewusstsein in Kinderseilparks hat ihn inspiriert. Meistens von der Zeit, sie sichern sich mit der Karabiner und vergessen sie. Die kleinen Kinder haben keine Fähigkeit für sich zu sichern. Darum haben wir uns vorgestellt, wir machen ein System für dieses Segment von Kundschaft zu helfen. Vor bald 20 Jahren hat der gebürtige Lausanner zusammen mit seinem Geschäftspartner das weltweit erste durchgehende Sicherungssystem, den Safe Roller, entwickelt. Das An- und Abschnallen während dem Parkour entfällt damit. Man sieht die Rolle, die kehrt über die Halterung. Ganz easy, ganz leicht. Man muss einfach nur die richtige Position haben. Das heißt, unten vertikal. Dann wandert die perfekt. Und das ist dasselbe mit dem. Die Rolle kann über die Halterungen sehr einfach rollen. Die Firma Canopeo GmbH beliefert mittlerweile Seil- und Erlebnisparks auf der ganzen Welt. Noch diesen Monat wird eine Niederlassung in China eröffnet. Ein halbes Dutzend Leute arbeiten am Hauptsitz in Basel. Damit die finanzielle Vorsorge nicht zum Balanceakt wird, achtet Jacques Christinet auf eine umfassende BVG-Lösung. Gute Zinsen und je nach die gegebenen eidgenössischen Regeln zu folgen. Und das ist eigentlich wichtig für unsere Mitarbeiter, dass sie gesichert sind. Wie schon gehört, der Jacques Christine ist eher Experte für die Sicherung am Seil. Was die finanzielle Absicherung angeht, ist er froh, dass er einen Partner hat, der sich für seine Firma darum kümmert. Ja, man sieht, es ist wichtig, dass man als KMU-Personalvorsorge professionell aufgleist und auf die eigenen Bedürfnisse ausrichtet. Ich begrüße jetzt Daniel Meyer, marktverantwortlicher Unternehmer bei der Helvetia Baden. Ja, in der beruflichen Vorsorge ist eigentlich sehr viel gesetzlich geregelt. Wo hat man dann als KMU trotzdem noch ein bisschen Handlungsspielraum? Der Spielraum ist gegeben, und zwar ganz einfach aus der grossen Anzahl von Pensionskassen, die in der Schweiz haben. Die haben sie letztes Jahr abgenommen, aber es sind immer noch sehr viele. Und jede von dieser Pensionskasse hat mehrere Vorsorgepläne. Also kann man aus einer grossen Auswahl ein maßgeschneidertes Mittel finden, um eine Lösung zu finden. Man muss sich auch vorstellen, dass ganz viele KMUs, vor allem die kleinen Firmen, in einer Sammelstiftung zusammengefasst sind. Das ist ein Sammelgefäß für Mitarbeiter von diesen Firmen. Auf der anderen Seite haben wir die grossen Pensionskassen, die aber nur geführt werden von grossen Konzernen, also Firmen, die mehrere Tausend Mitarbeiter haben. KMU können ihre Personalvorsorge über die Mindestvorschrift ausgestalten und auch optimieren. Was heisst das konkret? Ja, also es ist so, das Gesetz sieht ein Obligatorium vor. Das ist relativ engmaschig. Es geht vor allem um Rente, Altersrente, Invaliderente, es geht um Ehegattenrente, es geht um Waisenrente und um die Zahlung, also die man bekommt, wenn man austritt, die sogenannte Festlegungsleistung, die man angespart hat. Die kann man natürlich gegen U schrauben, das ist kein Problem, das ist eine reine Kostenfrage.
Entscheidend ist letztendlich immer der versicherte Lohn. Was empfehlen Sie da? Ja, das BVG-Obligatorium sieht eine Oberlohngrenze, die man versichern kann. Das ist im Jahr 2024 88.200 Franken. Darüber ist das nicht möglich. Es kann natürlich zu Problemen kommen, wenn jemand höhere Löhne hat und eine Leistung muss beziehen, sagt das Altersrente, Invalidenrente, dann steht er vielleicht mit abgesagten Beinen. Für das gibt es sogenannte Überobligatorium. Die kann man Lohnbestandteil darüber versichern und das wird auch sehr rege in Anspruch genommen. Was für weitere Möglichkeiten zum Ausbau sind machbar und auch sinnvoll? Ja, also man kann, ich würde mir empfehlen, mal das Reglement anzuschauen. Das doch bestellen. Ich würde dem Angestellten empfehlen, bestellen das bei der Pensionskasse, schaut das mal an. Das BVG ist recht reglementiert, aber es gibt einen Freiraum. Und in diesem Freiraum kann man im Reglement frei schalten und walten. Es kann zum Beispiel sein, dass man sagt, ich will eine Ehepartnerrente, unabhängig davon, ob ich geheiratet bin. Eine Lebenspartnerrente, unabhängig davon, ob ich Kind habe, ob ich geheiratet bin. Es kann sein, dass ich will Totalkapital einfügen, dass ich möchte zum Beispiel mehr zahlen, freie Einzahlungen machen oder frühe Pensionierung ohne Kürzungen von der Rente. Spielraum hat man auch bei der Wahl des Vorsorgemodells. Man kann ein Modell nehmen mit 100% Sicherheit oder man kann eine teilautonome Variante mit Anlagerisiko, aber auch mit mehr Gewinnchancen nutzen. Auf was muss man da achten? Ja, das ist die sogenannte Vollversicherung über eine teilautonome Lösung, die Sie ansprechen. Im Risikoteil ist kein Unterschied. Es geht wirklich um den Sparanteil, weil der wird an der Börse, also am Kapitalmarkt, investiert. Sehr engmaschig, also man darf nicht gamblen, das ist sehr engmaschig reglementiert. Kann aber natürlich sein, dass einmal eine Börse nicht nur so geht, sondern halt mal ein bisschen runter. Im schlimmsten Fall kann eine Pensionskasse in eine Unterdeckung kommen und zu einer Sanierungspflicht der Mitarbeiter führen. Dann muss ein Mitarbeiter seine eigene Pensionskasse mit monatlichen Beiträgen sanieren. Bei der Vollversicherung hat man das Risiko auch, aber es wird vom Versicherer übernommen. Heißt aber auch, die Vollversicherung ist relativ teuer, wird nur noch von sehr wenigen Anbietern gemacht. Teilautonom ein Risiko, aber dafür recht günstig. Wie kann man seine Personalvorsorge weiter optimieren, aber am Schluss doch auch die Kosten im Griff behalten? Weil Sie haben gesagt, ja klar, es kostet. Ja, ja, es ist der grösste Kostenanteil bei den meisten Firmen. Wer aber auf die Leistung Bezug nimmt, hat durchaus eine Optimierungsmöglichkeit. Also zum Beispiel ein höherer Basislohn, man kann einzahlen, höhere Sparbeiträge, ein höheres Todesfallkapital, reduzierte Wartefristen mit höheren Leistungen beim Schadenfall. Oder, das ist das Schönste, der Arbeitgeber übernimmt mehr als 50%. Er ist verpflichtet, zu der Hälfte Macht zu übernehmen, aber wenn er kulant ist. Super, darf er auch mehr machen. Danke vielmals, Daniel Meyer. Sehr gerne. So viel für heute vom Geld-Spezial KMU, wo wir jeweils speziell den KMU da aus dem Mittelland Tipps geben, wie Sie Ihren Betrieb können sicher machen und noch erfolgreicher werden. Einen schönen Abend und bis bald. Sendung Geld mit freundlicher Unterstützung von der Helvetia. Ihre Schweizer Versicherung und Swisscanto bei Zürcher Kantonalbank. Nachhaltig fit investieren mit unseren Nachhaltigkeitsfonds.